Hallo Kinder, gut, dass ihr da seid. Mir ist so langweilig. In der Schule ist heute Betriebsausflug und darum ist sie geschlossen. Ja, und meine Anne, die putzt die ganze Zeit und kocht und ständig soll ich was wegräumen. Kennt ihr das, wenn man dauernd was wegräumen und auch was machen soll? Ja. Ja? Ja. Total blöd, ne? Ja. Und darum habe ich mich auch weggeschlichen. Ich will lieber hier bei euch sein. Komm, wir spielen Ball. Ja? Wer fängt denn? Hallo? Und er wird immer böse, wenn man ihn weckt. Ja. Mina! Mina! Esse! Mina! Habt ihr Mina gesehen? Ja. Ihr habt Mina gesehen? Ja. Wo ist Mina? Mina! Ja, ja, ja. Esse! Ruhe jetzt mal da draußen, warte mal! Frau Yildirim, wie muss das dann sein? Es ist immer das Gleiche, immer dieser Streit. Da können Sie nicht mal ruhig sein, Frau Yildirim. Immer nur schimpfen. Ruhig sein. Mina, essen Mose, Frau Yildirim. Essen Mose, das ist erstmal richtig deutsch, gell? Das geht mir aber auf die Neppe hier. Also, das ist wirklich unmöglich, sowas. Ja. Essen Mose. Wie heißt das denn richtig? Das heißt doch nicht essen muss. Sag doch mal, das heißt ich esse. Du? Genau. Er? Genau. Anne, sag es doch richtig. Ich? No. Ich spreche gut Deutsch. Nein, das heißt, ich spreche gutes. Genau. Das steht lang, gell? Ich spreche gutes Deutsch, gell? Ja, das ist halt Dialekt. Der Herr Enders, der kann auch kein richtiges Deutsch, obwohl er hier zur Schule gegangen ist. Und dann schimpft er immer mit meiner Anne, weil sie kein richtiges Deutsch spricht. Dabei ist sie in der Türkei zur Schule gegangen. Ach was, Gott, ich werde mal nie richtig Deutsch lernen, die Frau Yildirim, gell? Also, und wenn sie doch so lange hier war. Und der Herr Enders auch nicht sprechen Deutsch. Er ist auch nicht sprechen Deutsch. Ruhe jetzt mal, gell? Ich halte jetzt meinen Mittagsschlaf. Versteht ihr den? Nein. Ja. Der Herr Enders muss noch mal in die Schule und richtig Deutsch lernen. Ich geh doch nicht in die Schule. Ich hab genug gelernt, gell? Also. Wie heißt das richtig? Ich mache meinen Mittagsschlaf. Nochmal, alle. Ich mache meinen Mittagsschlaf. Sie ja. Sehen, wie Sie das wissen. Ja, Ruhe jetzt. Ich geh jetzt einfach mal was trinken, gell? Also, wirklich, das so gut, er hört sowas, ne? Mina! Welches Ding du, ne? Essen! Meine Anne kann auch mal einen was richtig sagen. Ja, ich komme! Ja, so, und jetzt trinke ich aber wirklich mal was, ne? Ich trinke jetzt mal meinen Job, gell, dass du es wisst. Ja. Wer seid ihr denn? Oh, ich
Wir werden uns bestimmt nicht verstehen. Yes.
spiele. Mit dir. Also ich will mit dir spielen. Ich will? Ja? Mit dir spielen. Das ist aber schon kompliziert, was ihr so sagt. Habt ihr nicht was Einfacheres? Ja. Ich? Okay, das hatten wir schon. Ja? Sie sollen meinem Kind nichts tun.
mein Haus und in meinen Keller kommt da niemand. Den Keller, den sperre ich jetzt erst einmal schön hier ab, gell? Ich laufe in den Haus und rufe die Polizei. Ja, es dauert noch immer, bis die Polizei kommt, oder? Dann nehme ich mir einen Stand auf dem Jahrmarkt und dann locke ich alle Zuschauer herbei. Kommt herbei, ihr Zuschauer! Eine sprechende Ente! Sowas habt ihr noch nie gesehen! Sowas müsst ihr hören! Sowas müsst ihr sehen! Das ist klasse! Einmalig auf der Welt! Und dann verlange ich dafür Eintritt. Ihr wisst, was das heißt. Um die Ente zu sehen, muss man dafür bezahlen. Da nehme ich 1 Euro. 2, 3, 5 Euro. Nein, 6 Euro. Nein, 9 Euro. Und dann. Wir binden den Herrn Ender fest.
wird Herr Enders aber freigebunden. Aber er braucht eine Strafe, oder? Ja! Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.